Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Trackmania 2 Valley und wir wollen uns hier wieder ein bisschen online austoben. Und ja, ist eine gute Frage, was nehmen wir hier mal für einen Server? Ich weiß es selber nicht. Wir können ja mal gucken, was haben wir hier eigentlich so. Gibt es hier auch schon deutsche Server? Das klingt eigentlich ganz nett. Das sind alles so ein paar kürzere Maps. Das finde ich eigentlich immer am besten. Und weil das ist dann wirklich das Trackmania-Feeling, wenn es wirklich hier nur um Hundertstel geht. Und da wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Ob wir da irgendwie mitreden können oder nicht. Ich bin gespannt. So, ich muss gleich erstmal ausprobieren, weil ich habe ein bisschen was an der Steuerung verändert. Muss ich erstmal gucken, ob das jetzt alles so okay ist. So, Checkpoint. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht ausprobieren. Okay, werden wir gleich machen. So, und die Gegner, die stellen wir mal aus. Das ist einfach nur irritierend. Boah, wie mies. So, und ihr seht, wir haben ein grünes Auto. Boah, was zum Henker ist das denn hier für eine Map? Aber wir sind ganz gut rumgekommen, ne? 13. von 49, sieht ja gut aus. Hier kann ich jetzt eigentlich 3 Minuten lang die Füße hochheben, weil ich glaube nicht, dass wir das nochmal so gut kriegen. Na, so schwierig ist es eigentlich gar nicht, wenn man es hier erstmal draußen hat. Also das Auto reagiert natürlich extrem direkt hier auf dem Schotter. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ah, schade. Da waren wir noch eine Sekunde besser. Ärgerlich. So, alles oder nichts. Oh ja. Oh ja, 7. Platz. 3 Sekunden verbessert. Das ist richtig gut. Oh, da habe ich jetzt gerade oben mal kurz bei den Rekorden immer nachgeguckt, was die anderen so machen. 9. Platz. Das wäre schön, wenn wir hier mal eine Top 10 Platzierung hinkriegen. Das wäre auf jeden Fall ein super Start in diese Folge. Ja, und wir sehen, da ist noch ein bisschen was drin. Jetzt haben wir aber Zeit verloren. Ah, haben wir da eine Berührung gehabt? Ah, oje. So sieht das eigentlich aus, ne? Ihr wisst das hier mit den ganzen anderen Autos. Auf O kann man die ausmachen. Das wusste ich jetzt nicht mehr im Kopf, deswegen habe ich es jetzt letzte Folge nicht gemacht. Aber so ist es einfach. So ist es einfach ein bisschen besser. So, und wir werden, ja, ich habe es schon gesagt, letzte Folge, aber ich weiß halt nicht, ob ihr denn letzte Folge überhaupt reingeguckt habt. Wir werden uns natürlich schwerpunktmäßig hier um die Online-Server kümmern, also online spielen gegen andere. Wir werden aber auch immer nach und nach mal die Maps, die es in dem Spiel gibt, die Solo-Player-Maps, die werden wir dann vergolden, also die Goldmedaille holen. Ah, scheiße, falsche Seite. Da waren wir noch mal ein bisschen schneller. Vielleicht können wir uns ja noch mal verbessern, weil wir sind nur noch 13. Unten rechts könnt ihr das sehen. Werden wir gerade so ein bisschen durchgereicht. Also das kostet doch ganz schön viel Zeit, wenn man hier viel links rechts korrigieren muss. Nein, shit. Okay, das war's. Da können wir keine Zeit mehr machen. Gut, 16. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Unter dem besten
Drittel, also im oberen Drittel sind wir. Das ist ja eigentlich immer so meine Zielvorgabe, die ich eigentlich erreichen möchte. Gut. Und das sollte eigentlich auch die ersten Punkte geben für uns. Gucken wir mal. Da auf der ersten Seite sind wir sogar noch, unten rechts. Und 208 Punkte. Na, das sieht doch gut aus. Also, da sind die ersten Punkte, die wir hier in dem Spiel geholt haben. Und ab geht's zur nächsten Strecke. So, wir werden natürlich nicht immer auf dem gleichen Server sein. Na klar, wir werden immer wechseln. Wenn ihr Server-Vorschläge habt, wenn ihr das Spiel selber spielt, dass ich mal auf eurem Server spiele oder dass ihr einen guten Server kennt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Dann gucke ich danach. Ach, guck mal, die Map kommt mir hier doch irgendwie bekannt vor. Vom Singleplayer. Oi. Also, die hatten wir hier tatsächlich im Singleplayer. Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Map gewesen. Ist ja auch schön. Ist natürlich deutlich besser, wenn man die Maps schon vorher kennt. Ja, gut, das... Deswegen, also ich denke mal, bei den Maps, die wir schon kennen, sollten wir auch gute Zeiten fahren hier. Die hier liegt mir eigentlich auch ganz gut so. Zumindest mag ich die eigentlich ganz gern. Ah, da waren wir jetzt zu weit drin. Schade. Also ich wollte ja, hier werde ich auf jeden Fall versuchen, dann am Ende eine Top-10-Platzierung zu machen. Ah, shit, da habe ich die Kante erwischt. 23,73 sind hier die Rekorde, nicht schlecht. Ach, ärgerlich. Also hier darf man nicht aufmachen bei der Kurve. Einfach draufhalten. Leichte Berührung. Aber auch wirklich nur eine leichte. Ah, schon wieder aufgemacht. Scheiße. Und das kostet dann Zeit. Also da müssen wir draufhalten. Und zur Not fahren wir dann halt innen statt außen, wenn das dann auch nicht klappt. Nee, da muss man außen sein. Da wird sonst einfach zu spitz der Winkel. Jo, und da dürfen wir auch nicht zu weit innen sein, sonst kommen wir ins Fliegen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Kann ja nicht sein, dass wir hier nur eine vernünftige Zeit hinkriegen. Oh. Ja, da ist aber noch was drin. Rechts hinter ist schon mal ganz gut, ja. Aber da ist noch was drin. Oh ja, na, 15. Schade. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft. Weil wir sind gerade mal 4/10 hinter dem Rekord auf dieser Bahn. Nope, so nicht. Ja, und wenn euch das Let's Play gefällt, ne, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr das mit einem Daumen hoch quittieren würdet. Wenn das gar nichts für euch ist, könnt ihr das auch gerne reinschreiben, wenn ihr mehr sehen wollt. Sagt das auch, sonst zocke ich das einfach offscreen. Ist halt nur die Frage, wenn euch das interessiert,
dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann spiele ich die auch weiter. Können wir hier auch ein längeres Let's Play mal draus machen. Beziehungsweise nicht länger, aber halt mal, wo es regelmäßig über ein paar Wochen, Monate Folgen gibt. So, schade, dass wir den Anfang so verbockt haben. So, letzter Versuch, aber auch allerletzter Versuch. No, das war's. Schade. Jo, dann gucken wir mal. Also, wir sind 19. geworden. Das ist, ja, gerade noch so, ich sag mal, oberes Drittel, nicht mehr, aber im Bereich. Ist okay, ist okay. Oh, 23:12. Hat aber eine gute Zeit erwischt. Gucken wir nochmal auf die zweite Seite. 154 Punkte gibt es dazu. Das ist doch schön. Und dann schauen wir uns mal die nächste Strecke an. So, los geht's. So sieht's mit Gegnern aus. Oh, wir sind vorne. Aber die mache ich mal wieder aus. Okay, ich kenne die noch nicht. Oder? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber schön dunkel ist es. Oh, und wir sind ganz gut durchgekommen, ne? Dafür, dass das die erste Runde war. Das erste Mal, dass ich die Map gefahren bin. Ja, so kompliziert war sie jetzt nicht, aber sind wir eigentlich gut durchgekommen. Ah, okay. Oh, guck mal, da ist noch ein bisschen was drin. Oh ja. Guckt mal hier, 5. Platz, sehr schön. Das sieht gut aus. 23, 43, eieieiei. Ach, das ist A06. Okay, die haben wir noch nicht gefahren im Singleplayer. Wir haben ja nur die ersten 5 uns angeguckt. Nee, das wird nichts mehr. So, und irgendwas steht da oben im Chat, dass wir da den Rekord haben. 12. Local Record, okay. Der wird jetzt aber leider links nicht angezeigt. Aber es sind schon 11 andere besser als wir. Also, da muss es noch irgendwie schneller gehen. Wichtig ist halt, dass man das Tempo hochhalten kann. Nicht zu viel Zeit verliert beim Lenken. Ah, das war ja knapp an den Bäumen vorbei und das kostet dann zu viel Zeit, wenn man da in der ersten Kurve an Geschwindigkeit verliert. Jetzt sind wir schneller. Oh ja. Da sind wir wieder auf dem 5. Also Top 10 ist drin. Sehr schön. Jetzt habe ich es auch raus, dass, wie wir hier fahren müssen. Also man muss wirklich ganz vorsichtig lenken. Und das Tempo beibehalten. Oh, da sind wir jetzt weit rausgekommen. Ah, das werden wir nicht ins Ziel bringen können. Nee. Schade, 26 Hundertstel hatten wir da. Wenn wir die irgendwie noch packen können hier aus den ersten.
der, das war glaube ich, nee. Ja, sechster Platz, aber das sieht schon mal gut aus. Also Top 10 wäre schon mal richtig gut. Gemessen daran, dass wir halt hier doch einige Spieler haben auf dem Server. Nee, das war wieder zu langsam. Nee, das wird nichts mehr. So, ein paar Versuche haben wir noch, uns zu verbessern. Das sieht gut aus bis hierhin. Boah, war das knapp. Und, boah, vierter, 22,16. Damit haben wir den fünften Local Record. Sehr schön. Vierter Platz. Sehr cool. Also das war eine Traumrunde eben. Sehr geil. Vierter Platz. Ja, Zeit vorbei. Also wir sind nicht auf dem Treppchen, aber direkt dahinter. Sehr schön, sehr schön. 392 Punkte, das ist doch mal eine Ansage. Ja, und die nächste Ansage ist, dass wir hier ein Päuschen machen. Nächste Runde geht's weiter. Ich mache nochmal eine Folge hier auf den Server und dann eine Aufnahmepause. Bis dann!